So, und wie hängt das nun zusammen? Also wie kann ein Mensch, warum hat ein Mensch die Möglichkeit, offen für Erfahrung zu sein? Warum ist ein Mensch offen für Veränderungen und andere Menschen wieder nicht? Es hat etwas mit unserem Kontrollgefühl zu tun. Und es hängt davon ab, wie sehr wir unser Leben auch interpretieren, welche Kontrolle wir auf unser Leben haben. Rampen hat zu dem Zweck ein Modell der Kontrollattribuierung geschaffen und unterscheidet zwischen drei Faktoren, dem internen Kontrollattribuierung, dem externen Kontrollattribuierung und dem Zufall. So, und er sagt, dass in einer normalen Situation, wie zum Beispiel in normalen Prüfungssituationen, diese drei Faktoren tatsächlich gleichverteilt sind. Das heißt also, dass ich zwar sehr viel lernen kann, aber trotzdem macht es von der Gesamtsituation nur 30% aus. Wir hatten zwar zeitweise am Montag sicher das Gefühl, dass es weniger als 30% sind, aber Gott sei Dank hat ja dann noch alles geklappt. Also letzten Endes hat dann die Normalverteilung wieder gut sozusagen funktioniert. Aber neben diesen internen spielen eben tatsächlich auch externe Faktoren eine Rolle. Wenn man zum Beispiel an mündliche Prüfungen denkt, ne, dann sitzt man ja dem Prüfer gegenüber. Das heißt, der Prüfer und ich gehen eine Interaktion ein, was wiederum bedeutet, es hängt davon ab, wie der Prüfer selber jetzt an diesem Tag sich fühlt, ob er gesund ist oder ob er gerade einen Infekt entwickelt, ob er vielleicht auch ausreichend Schlaf bekommen hat oder ob er vielleicht unter einem furchtbaren Stress gerade steht oder vielleicht mit seinem Chef gerade irgendeinen Streit hatte vorher. Ne, all das spielt ja irgendwie eine Rolle, wie dann sozusagen auch sich die Interaktion gestaltet. Und dann als dritte Komponente der Zufall. Ja, ob auch der Bus wirklich fährt oder ob der gerade mal nicht fährt. Ne, oder der Zug. Ne, wie das Wetter ist. Ne, oder andere Zufälle, die also tatsächlich da eine Rolle spielen. Und das heißt, in dem Maße, wie ich das weiß, hört sich das zwar vielleicht für viele von Ihnen jetzt erstmal schockierend an, dass mein Einfluss auf solche Prüfungen nur 30% ausmachen soll, aber es zeigt zugleich auch die Verteilung der Verantwortlichkeiten. Ja? Das heißt also, auch später, wenn Sie als Ärztin oder Arzt arbeiten, dass Sie natürlich mit Ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten vieles bewegen können, dass Sie aber, wenn ein Mensch zu Ihnen kommt und insbesondere wenn er eine chronische Krankheit hat, dann ein Leben mitbringt. Das heißt also, die Krankheit ist auch irgendwo ein Endpunkt von einer Kette verschiedenster Einflüsse, die diesen Menschen dann letzten Endes krank gemacht haben, wenn es seine eigenen Grundüberzeugungen sind, ja, über zum Beispiel seinen Selbstwert. So, das bedeutet also, wenn wir unseren Einfluss kennen, realistisch einschätzen können, können wir damit auch unseren inneren Stresspegel und auch unseren Leistungsdruck auf eine besondere Art und Weise relativieren. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass zum Beispiel resiliente Menschen eine hohe interne Kontrollattribuierung haben. Also davon überzeugt sind, dass sie etwas bewirken können. So, nun zu unserer Prüfungsfrage. Die Big Five bezeichnen Aspekte der Persönlichkeit. Eine der fünf Dimensionen ist dabei die Aggressivität, Ängstlichkeit, Depressivität, Lebensqualität und Offenheit für Erfahrung. Was würden Sie sagen? Was ist richtig? Richtig, ja. Genau, also Offenheit für Erfahrung ist eine Komponente des Big Five-Modells.